Mist. Ist jetzt natürlich irgendwie blöd. So, Leiter wieder oben. War vielleicht auch nicht so klug, solange ich noch hier unten bin. Aber ich komme doch von der Leiter da auch nicht hin. Oder kann ich? Sekunde. Ja, weil ich nicht den richtigen Verbündeten habe. Mist. Ich muss hier nochmal kurz die Leiter runterlassen. Ich versuche mal, ob ich irgendwie aufs Dach komme. Irgendwie. Ich meine, das ist jetzt gar nicht so weit hergeholt. Oder etwa doch. Ich verstehe es nicht. Ganz ehrlich. Keine Ahnung. Kann ich vielleicht da das Rohr hochklettern? Wahrscheinlich nicht. Ja. Ganz ehrlich, ich weiß gerade nicht so wirklich weiter. Darauf kann ich von hier aus auch nicht zugreifen, wahrscheinlich aber von hier oben. Nee, auch nicht. Sonst ist hier aber auch nichts, worauf ich zugreifen könnte. Ja, da ist die Lava, klar. Ich meine, hier erkennt er ja was. Aber was? Ich gehe schon davon aus, dass ich irgendwie hier unten bleiben muss. Oh. Oh. Ja, klar. Warum sollte Chaos einen ganzen Lastwagen in Alufolie einwickeln? Darum geht's auch nicht. Zerbrecht ihr euch echt den Kopf wegen ein bisschen Alufolie? Wer zum Henker ist das? Dein scheiß Ernst? Das Call Girl. Im italienischen Restaurant. Es gehört zu einem neuen Verbrechersyndikat. Wer zum Henker ist das? Ich habe keine Ahnung. Sie ist nicht registriert. Entschuldigung, bist du auf Instagram? Es gibt einen neuen Player in der Stadt, der alle Gangsterfamilien vereint. Mhm. Okay, cool, danke, tschüss. Du meinst so eine Art Oberboss? Leute, haltet bloß die Klappe. El Padron. Wir spielen nicht mit ihr. Sieh dir mal Lagerhalle 56D an. Und hier, nimm das. Oh, geil, neues Handy. Nötig. Ich glaube, du wirst über Hilfe froh sein. Anscheinend hält sich inzwischen jeder dahergelaufene Spast für einen Superheld. Ja. Jetzt lasst uns einfach Scrambles finden, okay? Habe ich auch langsam das Gefühl. Hey. Hey, du. Hau ab. Niemand mag dich. Ah, verbessertes Gegengift. Sehr schön. Komm ich hier irgendwie? Der Weg ist versperrt und wir haben keinen Kompressor. Sackgasse. Eine Superkraft, die nur mit einem Kompressor funktioniert, ist voll schwul. Das hier ist nicht Zelda. Fick dich, Kuhn. Ja, Hier, nimm das. Ich sehe hier sonst keinen, der Lava bewegen kann, Kuhn. Gut geschoben, so, Wunderarsch. Ich denke, jetzt komme ich hier erstmal den Berg hoch und danach komme ich da auch drüber. Maximale Wiederbelebung. Jawohl. So, wenn ich das jetzt nämlich hier dazwischen schiebe, wir können weitermachen. Funktioniert das doch bestimmt auch. Clever gelöst. Ja, naja, was erwartest du von mir, hallo? Was hat es hier mit der Tonne auf sich? Oh, Müll, schön. Bringt es irgendwas, alle Kartons zu zerstören? Ich frag für einen Freund. Habt ihr Scrambles gesehen? Oh, scheiße, Lava! Och, komm schon. Jetzt hör mal mit dem Scheiß auf, Chaos. Nicht Professor Chaos, sein Schurkenkomplize. General Disaster! Oh mein Gott. Vorsicht, rote Haare.
Wisst ihr, was Professor Chaos für diese Stadt plant? Oh nein, er hat keine Seele. Hey, das übertreibt ein bisschen. Ja, ihr braucht meine Abreibung. Das wird nicht so einfach, wie du denkst. Hatte, pass auf! Lakaien, Vamanos! Okay, okay. Ich denke, das könnten wir hinbekommen. Vielleicht. Wie stark kann er schon sein? Ihr habt keine Wahl, Kuhn-Freunde. Der Boden ist Lava. Gleich jedenfalls. Verneig dich vor dem... Scheiß auf die Lakaien, mach den General fertig! Ja, es wäre fast das Sinnvollste. Aber wir müssen dazu auch die Lakaien loswerden. Das ist doch nicht fair! Na, kommen wir gerade in Stimmbruch? Na, wie wär's mit einer Runde Chaos-Kite, Junge? Ach, hast du das gesehen, Meister? Ja, super. Hol dir die Bestätigung, die du brauchst. Ja, das funktioniert gar nicht so gut. Holzschnitzer! Und los, zack. Wie dumm muss dein Dad sein, um dir seine Werkzeuge zu leihen? Wenigstens habe ich einen Dad. Los geht's, Neuer! Oha, das war jetzt wirklich böse. Hier kann ich auf jeden Fall zwei angreifen. Und hier auch. Was beides gar nicht so schlecht wäre. Beziehungsweise nein, ich greife sogar drei an. Sehr gut. Ah! Wow, in 10 Jahren bist du rein. Ich mach mehr Lakaien hier unten. Listo para trabajar. Och komm schon, Leute. Das ist echt unfair. Gehen wir jetzt, Owen? Wenn du dich mit dem Kuhn anlegst, wer schlägt denn bitte Kinder? Ja, wenn wir dazu kommen. Bereit machen für fieses Blinzeln. Ja, fieses Blinzeln kommt jetzt. Pew, pew. Der lasert mal. Ja, Mann. Das geschieht euch recht, ihr habt uns nie für voll genommen. Vorsicht! Zeit für Verwüstung! Eric, flüchte! Mhm. Los, jetzt aber wirklich... Wirklich schnell. Macht ihm schön Schaden. So eine geile Scheiße. Scheiß auf die Lakaien, mach den General fertig. Erstmal aus der Gefahrenzone. Und schwupps ist alles gut. Ja. Ich denke, der Mexikaner könnte jetzt was abkriegen. Lauf heim zu Mama, du Schwachmat. Mikroaggression. Schlag ihn. Und zack. Penner. Startklar. Okay. Was wäre jetzt hier optimal? Todesschrauber! Wobei ich den Lakaien jetzt sogar ein bisschen gerettet habe. Ich bin so verdammt guter Mensch. Es wird gefährlich. Ich denke, es würde reichen, wenn wir den Boss killen. Ja. Nicht nett. Ich brauche eine Transfusion! Los, überhaupt nicht nett. Okay, hier kann ich... Ah, ich komme halt nicht durch. Aber ich kann zwei Leute angreifen. Die es jedoch jeweils überleben werden. Mit Wunderart ist nicht zu spaßen. Es mi turno? Ach, der darf natürlich wieder auf Lava laufen. War ja klar. Warum auch nicht? Toolshed kann bei Bedarf gern noch eine Runde lasern. Ja. Schick die fiesen Todesmaschinen in die Schlacht, die Mechalakaien! Was? Estamos colocados en el modo. Los, Mechalakaien, vamos! Alter! Ich habe das Gefühl, dass wir diesen Kampf erstmal verlieren werden. Ich sag doch, Professor Chaos, seid ihr nicht gewachsen? Die Welt ja, ich glaub's Chaos langsam auch. Die Erde bedecken. Du Schützer! Scheiß auf die Lakaien, mach den General fertig! Ja, ich glaube auch. Du hast uns Lakaien unterschätzt! Kuhn am Start! Okay, jetzt... Ja, das war vielleicht nicht so schlau. Du solltest irgendetwas nehmen. Zum Beispiel das. Das könnte zumindest lustig werden. Es kommt direkt auf uns zu! Ja, Mann. Ja, Mann.
Ja, Mann. Danke, Onkel Jimbo. Gerne. So in etwa hat ich mir das vorgestellt. Kommt her. Estoy aquí. Wir müssen eigentlich, glaube ich, bloß den General besiegen. Bereit, die fette Ausrüstung auszupacken. Zurück. Und das werden wir auch irgendwie hinkriegen. Oha, die Laser verschießen sind total plausibel und cool. Chaoszeit. Ja, hau ab. YOLO! Das ist auch unfair, dass die feuerimmun sind. So, reicht das um den... Ah, nicht ganz. Aber dafür komme ich vermutlich nicht nah genug ran. Außerdem ist er feuerimmun. Aber sein Kumpel stirbt. Wir könnten es noch hinbekommen. Mit den Mächten des Darms. Also, außen ist er angewidert, wird kotzen, vielleicht überlebt er das schon nicht. Nein. Nein. Lass mich. Hör auf damit. Ich hab nicht viel Zeit. Toolshed ist in Gefahr. Oh Mann, ihr verliert ja. Okay. Aber gekotzt. Alles cool. Wir sind so gut. Oh, Stufenaufstieg. Ja. Ja. Geil. Und ein weiteres Artefakt. Wie geil ist das denn? Oh. Oh. Ich glaube, das war's. Na, hoffentlich. Wir sollten... Moment. Super Craig. Oh mein Gott, Super Craig. Nein. Super Craig, halt durch. Scheiße, ohne Kompressor kriege ich die Lava nicht weg. Halt durch, wir finden was, wo wir Toolshed Sandblaster anschließen können. Ja. Wir wissen doch beide, dass ich so gut wie tot bin. Nein, Super Craig, wir werden dich retten. Mach was, Toolshed. Los. Ohne Kompressor ist mein Sandblaster nutzlos. Dann holt den vom Eingang. Die Tore sind verrammelt, schon vergessen? Schaut okay, Leute. Wir alle wussten, als wir Kuhn-Freunde wurden, dass es mal so enden kann. Ruhig bleiben, Super Craig. Aber ich kann doch furzen. Sorry, Kuhn, aber für mich ist die Sache wohl gelaufen. Nein, Super Craig, nein. Mein Leben zieht an mir vorbei. Dinge, die ich bereue. Leute, zu denen ich nicht sehr nett war. Holt endlich einen Scheißkompressor. Aber ich kann doch furzen. Was machen wir nur? Was machen wir nur? Was machen wir nur? Leute, ich könnte doch furzen. Ja. Ach, jetzt. Es hat bloß ein bisschen gedauert. War ja klar. So, dann wollen wir mal. Komm, wir retten ihn jetzt. Was machst du da? Bist du irre? Ist dir klar, was für eine Furzkraft man dafür bräuchte? Krieg ich hin. Okay, okay, okay. Und... Scheiße, das macht sein Arschloch? Lol. Was ist passiert? Ich kann endlich Lava wegräumen. Der Schlauch im Arsch die Lava geil. Oh, schnappt euch Chaos. Ich versuche Super Craig zu stabilisieren. Au, fuck! Gerne. Was zur Hölle war das, du Arschloch? Das war eine Injektion ins Herz. Ich musste dich stabilisieren. Hast du komplett den Arsch offen? Du hättest mich umbringen können. Yep. Wo kriegt man sowas überhaupt? Im Netz. Super Craig, du hast viel abgekriegt. Geht ihr, ich stabilisiere ihn weiter. Noch ein paar Mal zugestochen. So. Hey, das war echt cool. Jetzt können wir die Lava entfernen, wann wir wollen. Ja, Mann. Wir sind ein klasse Team voll Arsch. Ja, Mann. Geil. Ich hab den Sandblaster. Sehr, sehr cool. Komm mit mir, Wunde Arsch. Okay. Ich. Okay, ich komm mit dir. Ich würde mich hier... Okay, ich kann mich General nicht schauen. General Disaster? Bist du da? Maul. General Disaster? Okay, Sie Wunder Arsch, wir müssen auf den Wassertuch, um ein bisschen Parkour-Action zu machen. Mhm. Vergesst es, Ordnungsfanatiker! Hier ist Chaoszone! Du hast keine Chance. Stell den da mal ruhig, der ist super nervig. Ich könnte... Unter anderem. Ich bin zwar der Schlauere, aber hier fällt sich ja auch was aus. Oh, das sieht nicht richtig aus. Oh, Scheiße! So. Was hast du davon? Kannst du deine Arschkräfte benutzen? Dann machen wir das rückgängig und der Typ bleibt aber trotzdem hier unten liegen. Nette Zeit, um das wieder zusammenzusetzen? Ja, ist doch kein Ding.
Kommen wir jetzt irgendwie... Ach, ich habe eine Vermutung. Ja. Okay, das bringt uns etwas näher. Mach weiter. Kacke. Aua. Aber ich kann ja das hier tun. Das wird so gut. Mal in die Vergangenheit für noch einen Versuch. Nee, gar nicht nötig, Alter. Ach doch, es ist nötig. Ich habe das nämlich falsch rum gemacht. Und Vollstoff. Geht doch. Danke. Verkackt. Kannst du es mit deinen Arschkräften zurücksetzen? Ja, natürlich kann ich das. Und dann brechen wir es diesmal an der richtigen Stelle. Okay, wir sind startklar, also rauf da! Jo, und los. Da kommen wir jetzt super nach oben. Außerdem ist da noch eine Kleinigkeit für uns versteckt. Das habe ich natürlich nicht übersehen. Und jetzt wird es spannend. Wo geht's hin? Wow, von hier oben kann man alles sehen. Sehr schön. Oh, ich weiß, wo wir sind. Ich weiß, wo wir sind. Und hier gibt's noch ein kleines Geschenk. Tschüss, Kartons. Jetzt können wir hier über die Brücke. Wir können hier noch einiges zerstören. Ich würde mal versuchen, trotzdem möglichst alle Kisten kaputt zu machen. Ob uns das am Ende noch was bringt, ja, weiß ich nicht. Ne? Ah, und von hier aus kann ich auch die Leiter runterlassen. Jetzt kommen wir nämlich wieder hier runter. Hier lang, Schnucki. Halt's Maul. Dann können wir hier die Lava eliminieren. Kannst du irgendwas gegen die Lava ausrichten? Jo, kann ich. Weil ich krass bin. Weil ich sowas von krass bin. Der Richtige für jeden Job. Ja, jedes Mal wieder unangenehm. Der wird uns auch nie gleich gehen. Der rammt das Ding einfach rein. Okay, dann mal weiter, Vollarsch. So, was haben wir denn hier? Ah, Edgars Kleber. Sehr gut, sehr gut. So lobe ich mir das. Aha. Aha. Ja, was haben wir denn hier? Mhm. Ah, eine Ölkatastrophenprobe. Die kann man ja auch immer wieder brauchen. Wo genau ist hier der Ausschalter? Ich sehe ihn nicht. Aber ich komme zumindest schnell an die Kiste. Ja. Mehr wollte ich ja gar nicht. Ich bin ein Meisterrätsellöser. Ach, und übrigens, wir haben doch einen neuen Artefaktplatz. Sehr schön. Ach ja, hier können wir auch was Neues machen. Gar nicht mal so cool. Auch nicht so cool. Aber hier oben... Ja, 60 ist schon ganz gut, ne? Rückstoß-Kombo-Schaden plus 44%. Das machen wir. Hier haben wir zwar neue Sachen, wie es scheint, aber das ist immer noch das Stärkste. Gut, dann haben wir das. Gut, wir können hier auch nochmal schnell schauen. Das müssen wir ja immer wieder tun. Aber es geht ja inzwischen auch schon sehr routiniert und sehr schnell. So, Crafting. Was haben wir denn da? Abgrunduhr. Aha. Immerhin 50 Punkte. Ist ja schon mal nicht schlecht. Kostüme sind, ja, für mich wirklich sehr uninteressant. Die möchte ich sowieso nicht herstellen. Wir bleiben bei unserem.
Hier könnten wir einiges herstellen. Was ist denn das hier? Mittlere Menge Gesundheit? Ja, okay. Und Burrito mal 2. Aber da haben wir 39 Stück übrig. 23 Beleber. Das brauchen wir gar nicht unbedingt. Dann nochmal ganz kurz ins Inventar. Maximales Wiederbelebungsserum. Oh. Geil. Sehr cool. Das hier geht mir langsam auf den Sack. Da müssen wir ein bisschen was loswerden. Ich hoffe, wir finden die Queste demnächst. Ja, Meisterrätsellöser, schon klar. Und hier haben wir Mysterion. Dann wollen wir mal weiter. Hier gibt es noch ein paar Lava wird fließen, Chaos wird herrschen. Ja. So, ich greife schon mal an, ne? Keine Gnade! Chaos kann man nicht. So. Somit hätte ich auch den Kampfvorteil. So wie sich das gehört. Hau sie weg, Neuer! 4 gegen 6, ich finde das immer noch so ein bisschen unfair. Ich geb's zu. So, ich glaube, gegen Brandschaden sind sie ja leider immun. Die machen aber auch gut Damage. Das muss ich leider zugeben, auch wenn mir das nicht passt. Mhm. Du wirst sterben. Spätestens in 2 Runden bist du tot. Wir sind wie die Heuschrecken. Ja, nervig. Und laut. Und langweilig. Gerechtigkeit kommt ohne Anleitung. Ja, meistens, ne? Aber nicht immer. So, ich könnte hier die beiden Alten so ein bisschen... Aber auch nicht vieles. Das lohnt sich fast nicht. Ja, schon eher. Der hier wäre halt fast tot. Das wäre schon ganz cool. Leider muss man Laserbohrer alle 20 Minuten wieder aufladen. Ja, das ist nicht so gut. Wer tritt denn bitte nach einem Kind? Welcher erwachsene Mann tut so etwas? Entropie! Ja, frisst Chaos! So, jetzt wird's. Achtung, alles Gute kommt von oben! Bald nochmal interessant.